Hier ist die Christine von der Kunstwerkstatt Risen mit Arzt. Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Ich hatte mir ja irgendwann diese Glasmagnete hier gekauft. Sogenannte Taschenmagneten, Kühlschrankmagneten, Fotomagneten. Es gibt da wohl auch noch einen englischen Begriff für, den weiß ich aber gerade nicht. Und ja, das sind eben halt solche Glasnuggets. Und man hat halt immer dazu hier so ein Magnet. Und ja, der hält natürlich auf allem, was magnetisch ist. Vor allen Dingen Kühlschränke hat man das ganz gerne. Und ja, das ist hier aus Glas und hat so einen leicht vergrößernden Effekt, wenn man es drauflegt. Und ja, da kann man eben halt seine eigenen Sachen gestalten. Da könnte man jetzt tatsächlich auch mini kleine eigene Familienfotos oder von Freunden Fotos reinmachen oder was auch immer. Ja, die gibt es natürlich auch fertig zu kaufen. Ich hatte jetzt mal welche hier aus dem Action, glaube ich, mitgenommen. Vielleicht auch aus dem Teddy, ich weiß es nicht mehr genau. Die sind natürlich auch ganz süß und da fragt man sich natürlich, lohnt sich der Aufwand, wenn man so günstig diese Magnete kaufen kann? Ja, so sehen die aus. Es ist im Grunde genommen nichts anderes, halt in Herzform. Die sind natürlich auch super, super süß und werde ich auch eine Verwendung für haben. Das kann man immer mal auch schön irgendwie an eine Karte klippen. Da muss man natürlich irgendwas dahinter machen, wo es dann auch dran hält. Und ja, genau. Ich habe mir genau das auch überlegt. Ich bin jetzt lange schwanger gelaufen, irgendwie, was ich jetzt da genau mitmache und wie ich auch so ein Video irgendwie machen soll. Und weil jetzt nur einfach zu sagen, okay, ihr könnt alle Papiere nehmen, ihr könnt alle Servietten nehmen, ihr könnt hier Buchseiten oder was auch immer nehmen und dann klebt er das eben halt dazwischen, so wie ich es bei meinen ersten hier auch gemacht habe. Und das war's dann. Ich bin jetzt hergegangen und habe quasi mir solche Briefumschläge hier, beziehungsweise die hat meine Tochter mir gebastelt. Also sie hat ja selber einen YouTube-Kanal und hat das irgendwie für ihren YouTube-Kanal gemacht und dann hat sie keine Verwendung dafür, dann hat sie mir das runtergebracht und ich habe jetzt hier mit Sekundenkleber so einen ganz kleinen Neodym-Magnet drauf gemacht. Hier sind sie und ja, dann kann man das im Grunde genommen eben halt da in die Mitte setzen und dazu kommt dann praktisch gesehen eine Karte, wo man noch was reinschreiben kann und ein Spruch. Das Gesetz der Anziehung matcht immer das, woran du glaubst. Und da ist jetzt hier praktisch so ein Doppelklebeband dran. Also der oder diejenige, die das kauft, kann das eben halt hier vorne drauf kleben oder hier reinkleben und dann noch irgendetwas reinschreiben. Und ja, dann ist es im Grunde genommen ein kleines Geschenk, weil es eben halt, weil man ja direkt so ein Magnet mit verschenkt und eben halt eine Karte, wo man was reinschreiben kann. Und genau, so macht es für mich Sinn, dass ich das auch irgendwie gut verkaufen kann. Klar könnte man jetzt auch einfach so einen schönen Ständer machen mit den ganzen Magneten dran und dann kann man sich einzelne Magneten aussuchen. Aber ich finde es irgendwie in so einem Setting mit eben halt so einem Briefumschlag eigentlich schöner. Deswegen habe ich mich jetzt so dafür entschieden. Und ja, tatsächlich könnt ihr alles nehmen, was ihr finden könnt. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen was von meinen Papieren irgendwie rausgesucht. Und ja, da kann man eben halt schauen, was einem gefällt, ne? Also wie gesagt, grundsätzlich ist da alles möglich. Ich hatte jetzt so diese hier. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann in der Kamera, wenn ich es jetzt einmal ein bisschen näher halte. So, da sind Mini-Collagen. Und ja, sowas, glaube ich, werde ich jetzt eher auch noch machen, weil das schon auch sehr besonders ist mit so kleinen
Mini-Collagen. Und ja, wie kann man da hergehen? Also ich bin immer der Meinung, man nimmt sich irgendein Grundpapier. Ich nehme jetzt mal hier so eine Musikseite. Bücher kann man natürlich auch nehmen. Also aus den Büchern hatte ich jetzt hier auch diese Mini-Gesichter irgendwie rausgeholt. Und dann kann man sich mit einer Schablone, also man braucht am besten natürlich so eine Kreisstanze, ne? Das ist am einfachsten, weil es fast genau die Größe hat von dieser Rückseite hier. Also ich muss es ein bisschen an der Seite abschleifen. Das mache ich hier mit so einem Buffer, mit einer Nagelfeile oder was auch immer. Und ja, wenn ich jetzt Collagen arbeite, ist es am einfachsten, wenn ich mir mit Bleistift einfach hier so ein paar vorzeichne. Ich nehme jetzt aber, glaube ich, besser dieses hellere Musiknotenpapier hier. Und der Notenschlüssel ist natürlich ganz schön, auch als Motiv. Und genau, jetzt mache ich mir da einmal so einen Kreis drumherum. Ich finde es irgendwie mit dem Mini-Herz ganz schön, muss ich sagen. Also das werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall auch ein paar Mal jetzt einsetzen. Stempel- und Stencil-Schablonen habe ich jetzt gar nicht hier mir ausgesucht, weil das ist ja, also kann man machen. Ich habe hier einen einzigen Stempel liegen. Da kann man auch Herzen stempeln und Punkte und ja. Love, like, don't like, name, keine Ahnung, was da alles so draufsteht. Und ja, dann kann man hier in solchen Büchern zum Beispiel gucken. Ich hatte, glaube ich, hier sogar schon ein bisschen was rausgesucht. Hier, ne, sind sehr kleine Figuren zu erkennen. Und die kann man natürlich ausschneiden und die dann als Collage irgendwie da reinarbeiten. Und das werde ich jetzt als erstes mal machen, dass ich mir so ein paar Personen hier ausschneide. Ich hatte auch mit Trockenblumen versucht, aber da kommt ja Kleber dazwischen und da sieht man die Trockenblume gar nicht mehr. Hier ist auch ein Gänseblümchen drin, da sieht man auch nicht. Das war ein bisschen schade. Ich meine, ist jetzt trotzdem eine interessante Struktur, aber es sollte natürlich eigentlich anders sein. Ja, ihr könnt natürlich auch Mini-Collagen mit Familienfotos machen. Das geht natürlich auch. Ja, das mache ich jetzt auf jeden Fall einmal ohne euch. Mir so ein bisschen was raussuchen, wo ich dann kleine Collagen mit kleben kann. Und dann hole ich euch wieder mit dazu, weil bei dieser Kleinarbeit müsst ihr mir ja jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zeit zugucken. Das ist ja eher langweilig. Also ich schneide das wirklich ganz am Rand entlang mit so einer kleinen Nagelschere und das ist natürlich eine super fipsige Angelegenheit, aber es sieht auch echt klasse aus, wenn man so Mini-Sachen reinarbeitet, solange man es noch erkennt. Genau, das mache ich jetzt mal und dann hole ich euch wieder dazu.
So, jetzt habe ich mir hier so ein paar Damen ausgeschnitten, weil ich das irgendwie echt schön finde. Das ist zu klein zum Ausschneiden. Das werde ich so einfach als Hintergrund nehmen. Und ja, jetzt kann ich mir überlegen, irgendwie, wie ich so ein bisschen Collage klebe, dass es ein bisschen interessanter wird. Und so kann man eben halt hergehen, dass man jetzt so kleine Stücke hier rausreißt, die hier irgendwo reinlegt. Und dann sieht man eventuell hinterher nicht mehr viel von dem Hintergrund, aber das ist ja egal. Also wir brauchen ja sowieso irgendetwas, wo wir die Collage draufkleben können. Und ja, da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten. Und ja, wie gesagt, ich finde das irgendwie mit den schwarzen Herzen hier irgendwie total cool. Lass ich mal eben gucken, irgendwo habe ich hier noch so ein bisschen schwarz angemaltes, wo ich das irgendwie rausstanzen kann mit meiner Herzstanze. Hätte ich mal hier bei denen besser auch gemacht, dass ich da irgendwas ganz Kleines reingemacht hätte. Ich denke, das wäre schon irgendwie auch toll gewesen. Hier ist mir natürlich wichtig, dass man den Schlüssel noch sehen kann hinterher. Ja, und dann braucht es ein bisschen Kleber, um das jetzt da dran zu kleben. Wichtig ist immer, dass man ja praktisch so eine Orientierung irgendwie hat, die ich hierher habe, indem ich den Kreis schon einmal aufgemalt habe. Und möglichst lässt man sich irgendwo auch ein Stück von dem Kreis stehen, damit man hinterher weiß, wo man stanzen muss. Ja, hier bieten sich die Herzen jetzt eigentlich nicht an. Ich finde es so irgendwie schon ganz schön. Was man machen kann, ist natürlich irgendwie noch mit Gold oder Silber oder was auch immer noch kleine Akzente setzen. Ja, kann man sich natürlich überlegen. Ich mache es jetzt bei denen hier nicht, weil ich die eigentlich so schon ganz cool finde. Und ja, jetzt kann ich hier im Prinzip schon hergehen, muss ich allerdings da an der Seite noch ein bisschen abschneiden, weil ich da nicht hinkomme sonst. Ja, und dann sehe ich ja, wo ich den Kreis gemacht habe und kann dann entsprechend hier jetzt ausstanzen oder auch nicht. So, ausgerechnet jetzt hatte sich das hier total verklemmt. Ich nehme mal an, weil es noch nicht trocken war. Ich traue mich jetzt noch mal. Ich weiß ja jetzt auch, wie ich das wieder gelöst bekomme. Ja, das war natürlich jetzt echt doof. Ja, vielleicht, weil es noch nass gewesen ist. Also was anderes kann ich mir jetzt auch gerade nicht vorstellen. Wobei ich das schon mal öfters bei
bei Stanzen gehabt habe, dass ich da Papier drin festgehakelt hat. Ist jetzt auch nicht mehr so exakt, weil ich da wahrscheinlich jetzt ein bisschen die Schneidekante kaputt gemacht habe. Ah, da passt jetzt wieder, seht ihr? Oh, jetzt geht es wieder auf. Ja, ist zu nass, das Papier. Also da muss man doch ein bisschen warten, bis es irgendwie trocken ist. Schneide die jetzt mal besser mit der Nagelschere hier aus. Da sehe ich auch den Rand ganz gut. Genau, und so kann man sich jetzt vorarbeiten. Was halt auch total cool ist, ist, dass man so ein bisschen einfach mal auf so ein Papier, ich nehme jetzt mal das hier, ein bisschen spazieren geht und guckt irgendwie, wo gibt es schöne Stellen, welche gefallen mir besonders gut, und das, was mir gefällt, da mache ich mir dann, das markiere ich mir. Ist jetzt auf dem, auf der Acrylfarbe ein bisschen schwierig. Ja, und so kann man sich im Grunde genommen wirklich zahlreiche Sachen nehmen und mit so einem Glasnugget eben halt einfach gucken, was einem gefällt. Vielleicht sind hier Städte, die man gerne haben möchte. Die werden ja auch noch mal so ein bisschen vergrößert durch das Glas, ne? Ist zum Beispiel Freiburg. Das ist total schön. Ja, das geht auf jeden Fall auch hier. Und hier sind vielleicht auch ein paar interessante Sachen drauf. Man auch mit den Herzen jetzt noch mal dann arbeiten könnte, mit den schwarzen. Oder eben halt natürlich auch kleine Collagen übermachen. Ich kann mal gucken, ob ich Glück habe, und das kriege ich hier nämlich. Und dann könnte man auch halb-halb machen. Das sieht bestimmt auch gut aus. So, jetzt würde ich das einfach mal hier so in der Mitte knicken. Und dann die Hälfte abschneiden. Und die dann wiederum hier drauf kleben. Das sieht auch total cool aus.
Jetzt noch ein Herzchen in der Mitte. Nicht, ob ich mich jetzt noch mal wagen soll. Scheint ja meine Stanze echt hinter sich zu haben. Ja, die kann ich einfach, finde ich, wirklich so lassen. Die sehen so schön aus. Da braucht man überhaupt nichts mehr drauf machen. Ich hatte, man kann natürlich auch noch Wörter draufkleben. Ne? Also, das gibt es ja auch. Hier solche ganz kleinen Aufkleberchen. Vielleicht auch nur einzelne Wörter aus den Aufklebern, weil viel Platz ist da ja irgendwie nicht drauf. Aber es müsste jetzt irgendwie auch zu meinen Karten passen, damit diesen Magnetspruch, also das Gesetz der Anziehung, matcht immer das, woran du glaubst. Ja, muss das passen? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht sieht es auch ganz cool aus, wenn man noch mit einem Locher. Würde jetzt wahrscheinlich nicht wirklich auffallen. Da müsste man irgendwie eine komplett andere Farbe wahrscheinlich nehmen. Ach, so ein bisschen mit Gold. Fände ich irgendwie cool. Ich habe mir jetzt mal hier so eine Anlegemilch geholt. Und ja. Da kann man jetzt noch mal irgendwas machen. Irgendwie total blöd mit so einem Schaum irgendwie drauf. So, bei den beiden war der jetzt gerade gar nicht dabei, da war nämlich meine Kamera aus und ich glaube bei denen hier auch nicht. Aber ja, hier habe ich mit dem Locher irgendwie mir noch zwei Kreise drauf gesetzt, auf denen hier auch. Die sind ein bisschen gemalt hier. Und das ist aus so einem Malbuch. Ja. Und genau, meine Goldteile. Und ich denke, damit kann ich es jetzt auch gut sein lassen. Also ihr seid da völlig frei irgendwie in dem, was man alles gestalten kann, was man alles nehmen kann. Ich hatte hier auf einem auch Stoff genommen, kommt aber irgendwie nicht so zur Geltung. Also die Hälfte hier war Stoff. Und ja, vielleicht kann hier noch das Herzchen mit drauf. Dann habe ich direkt was für meine Freundin, die liebt nämlich auch Holland. Und da kann ich der das, kriegt die eine von den Kärtchen. Genau, und so kann man sich nach und nach auf den Weg machen. Ihr könnt in Katalogen schauen, ob ihr da irgendwelche Sachen findet, die euch interessieren. Ihr könnt natürlich auch eigene Fotos nehmen und. Und ja, das Ganze wird jetzt vom Prinzip her, ich nehme jetzt so einen Kleber, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss.
Weil zum Beispiel bei den Farben hier bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob die sich nicht auflösen unter diesem Ätzkleber hier. Aber ja, ist auf jeden Fall auch kein Hexenwerk. Ihr solltet das vielleicht so machen, dass ihr es dann anschließend mit einem Buch irgendwie beschweren könnt. Sonst müsstet ihr das so lange festhalten die ganze Zeit, bis das Papier darunter gut angebeppt ist. Aber man kann, wie gesagt, auch ein Buch drauflegen. Und ja, ich lege mir die jetzt alle auf so eine Seite hier drauf, weil da immer so ein bisschen Kleber am Rand runterläuft. Und dann nimmt man sich seine Glasteile. Möglich sollten die natürlich von der Seite, wo man jetzt klebt, sauber sein. Also wenn ihr da einen Fingerabdruck drunter habt, dann obendrauf ist egal, ihr könnt da hinterher noch machen, aber unten drunter sollten die jetzt sauber sein. Deswegen mache ich das jetzt gerade hier nochmal. So, und jetzt nimmt man sich hier so einen Tropfen Kleber. Den macht man jetzt einfach in die Mitte drauf. Den bekommt man hier übrigens im Action. Da läuft auch schon der nächste Tropfen raus. Das ist irgendwie bei der Tube echt ein bisschen komisch. Die muss man also definitiv zwischendurch zumachen, sonst läuft und läuft und läuft der Kleber. So, und dann nimmt man sich so ein Glasnugget hier, legt den drauf und dann wird der so praktisch verklebt. Also verteilt man den Kleber. Genau, und das war es auch eigentlich schon. Ja, und das macht man dann natürlich mit allen. Und dann lege ich zum Schluss ein Buch zum Beschweren drauf. Ja, ich lasse das jetzt über Nacht tatsächlich trocknen, weil feilen, also an der Seite muss das ja noch so ein bisschen beigefeilt werden. Und das kann man tatsächlich am besten, wenn das richtig durchgetrocknet ist. Genau. Zack. Zack. Und bis morgen. So, ein Tag später. Ich habe ja gesagt, ich lasse es über Nacht trocknen. Und ein Tag später, ein Fingernagel später. Wir haben heute unser Außengelände in der neuen Kita fertig gemacht. So, das sieht alles gut aus. Und ja, die Farben kommen total stark raus. Also vor allen Dingen diese kleinen Collagen sind total schön. Boah, die gefallen mir auch mega hier. Dieses Blau, das sieht so irre aus da drunter. So, jetzt habe ich hier eine Nagelschere und es hat hier schon noch einiges zum Abschneiden. Und was dann noch ein bisschen übrig steht, mache ich halt mit einer Nagelfeile. Aber ihr seht schon, ne, dass jetzt das, was überstand noch hier. Und ja, ich demonstriere jetzt mal an einem, wie ich das mit der Nagelfeile mache. Meine Buffer sind irgendwie um. Ich nehme jetzt doch meine ganz normale Nagelfeile und dann feilt man nicht von hier oben nach da unten, sondern von der Unterseite. Ja, ihr seht das ja, ne? Und dann hat man einen richtig schönen, sauberen
sauberen Abschluss. Manchmal ist auch so ein bisschen Kleber an der Seite rausgequält. Den kriegen wir natürlich auch mit der Feile ganz schön ab. Genau, so sieht es jetzt aus. Ein bisschen kann hier noch weg. Genau, und da kommt jetzt der Magnet dran. Ich zeige jetzt mal einmal, was ich sozusagen noch für Schritte mache. Das ist ja mit Doppelklebeband hier. Also ist quasi ein Sticker. Und ich halte den immer so, dass meine Fingerkuppen hier überall etwas überstehen. Und dann komme ich eigentlich immer genau da drauf. Und das war's. Dann wird er einmal jetzt noch hier an meinem T-Shirt poliert. Und dann käme der jetzt quasi hier drauf. Da sind ja die Magnete schon überall drauf. Muss ich aber hinterher gucken, welcher wo am besten aussieht. Genau, das sind jetzt noch die Schritte. Und die mache ich jetzt noch mal irgendwie alleine. Das macht ja keinen Sinn, euch jetzt hier beim, dass ihr mir hier beim Feilen zuschaut. Die Magnete habe ich mit diesem Uhu Sekundenkleber draufgeklebt. Das muss ja auch nicht für ewig halten, weil eigentlich geht es darum, dass man dieses, dass man ja praktisch dem Magneten einen schönen Auftritt verschafft, mit diesem Spruch eben halt dabei und mit einer kleinen Karte, dass man das eben halt noch beschriften kann. Und deswegen ist das nicht so wichtig, dass der gut hält, aber also der Sekundenkleber, der hält ganz gut und der tropft vor allen Dingen nicht. Also der kommt so ein bisschen gelartig raus, steht auch hier unten. Also Uhu, Sekundenkleber, blitzschnell, mini und gel steht hier unten, 1 Gramm. Das gab es mit als zu 3 Tuben. Genau, also ich werde jetzt hier noch meine ganzen Teile machen und die dann ein bisschen sortieren, gucken, auf welchem Umschlag welches am besten passt und dann hole ich euch nochmal dazu. So, meine Lieben, jetzt habe ich die alle verpackt. Die können jetzt in den Verkauf gehen. Ich habe jetzt noch gar keinen kurzfristig geplant. Ich glaube, der nächste ist erst im Oktober und dann natürlich Weihnachten. Und ja, so geht das. Hier sind meine ganzen Sachen, die ich jetzt erstmal immer hier lagere in meinem Atelier und irgendwann gehen die dann rüber in mein Lager. Und ja, ich habe mir ja angewöhnt, immer alles direkt einzupacken, damit ich das nicht dann alles auf einmal machen muss. Das hat mich früher immer total genervt, wenn ich dann da gesessen habe und 300 Karten einpacken musste. Und ja, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Ich habe noch eine Kleinigkeit für euch eingepackt. Einmal 3 von meinen selbstgemachten Magneten. Dann zum selber gestalten 10 Magnete mit 10 Glasnuggets und ein bisschen Papier. Teilweise selbstgestaltetes,
Teilweise habt ihr das jetzt hier in dem Video auch gesehen. Und da waren ja noch so ein paar Reste übrig. Und das habe ich jetzt in dieses kleine Päckchen hier reingepackt. Und das kann man gewinnen. Also wenn du unbedingt auch gerne ein paar Magneten dir selber machen möchtest, dann kannst du am Gewinnspiel teilnehmen. Und alles, was du tun musst dafür, ist mir die Frage zu beantworten, ob es irgendetwas gibt, was du dir auf meinem Kanal wünschst, was ich mache, eine Bastelarbeit, etwas Bestimmtes malen. Denk bitte immer daran, wenn ihr so eine Antwort gibt, dass ich nicht gerade die Zeichenkönigin vor dem Herrn bin. Also ein Tierporträt würde ich jetzt hier nicht malen wollen. Aber alles, was ja gegenständlich abstrakt natürlich oder eben halt auch gebasteltes, habt ihr irgendwas, irgendwas mal gesehen, traut euch nicht dran und denkt euch, oh, Christine könnte dazu bestimmt mal ein Video machen, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und ja, ich wünsche mir natürlich, dass das Päckchen an einen meiner treuen Abonnenten geht. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich bin jetzt froh, dass ich Feierabend habe. Morgen möchte ich gerne mal mit diesem Solar-Fotopapier ein bisschen was machen. Morgen soll die Sonne scheinen. Dann bietet sich das an. Bisschen was davon hatte ich ja auch hier verarbeitet, ist aber jetzt hier drauf. Das ist nämlich, ich weiß gar nicht, ob das auch Blaudruck heißt. Eigentlich würde es eben halt auf diesem Solar-Fotopapier gemacht. Also das ist so gemacht, das hatte ich mal geschenkt bekommen und den Rest habe ich jetzt auch behalten. Da ist nichts von hier drin, weil solche Geschenke, die sind mir auch hoch und heilig. Und so, jetzt dürft ihr mir einen Daumen hoch geben, etwas in die Kommentare schreiben, um das Päckchen hier gewinnen zu können. Und ich freue mich auf das nächste Video und freue mich, wenn ihr wie immer dabei seid. Alles Liebe und Gute für euch. Tschüss.